Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War Shogun 2 Tutorials. Wir gehen diesmal zum fortgeschrittenen Gefechtstutorial. Dieses Tutorial ist für erfahrene Total War Spieler. Hier werden die Neuheiten von Total War Shogun 2 auf dem Schlachtfeld näher betrachtet. Gut zu wissen. Mal gucken. Über das Laufenfeld rechts unten im Bild könnt ihr zwischen Laufen und Gehen hin und her schalten. Laufen ist zwar hilfreich, um schnell an eine gewünschte Position zu gelangen, lässt die Männer aber bei zu häufigem Einsatz ermüden. Ja, macht Sinn. Schöne Karte. Ja. Willkommen bei Shogun 2 Total War. Hi. Dieses Tutorial macht euch mit einigen neuen Gefechtsfunktionen vertraut. Schlosseroberungen, Heldeneinheiten und wichtige Gebäude. Um mit dem Tutorial und der Belagerung des Schlosses des Miyoshi-Clans zu beginnen, klickt auf den Haken. Schickes Schloss. Bei der Belagerung eines Schlosses müsst ihr den Tenchu oder Hauptturm einnehmen. Schafft ihr dies, gehört der Sieg automatisch euch. Ihr müsst keine feindlichen Truppen mehr besiegen. Okay. Ein Verteidiger muss den Tenchu um jeden Preis schützen. Die Schlosstürme können einen feindlichen Angriff abwehren. Shogun 2 Total War beinhaltet eine Reihe neuer Einheiten mit neuen Fertigkeiten, von denen einige eurer Armee hinzugefügt wurden. Warum sagt er Shogun 2 Total War und nicht andersherum, so wie es auch hier im Text steht? Keine Ahnung. Dann hat er aber neue Einheiten, okay. Neue Fertigkeiten. Kavallerieeinheiten können nun im Kampf absitzen und so Gebäude angreifen oder einen Wald betreten, ohne die Nachteile berittener Einheiten zu haben. Es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt zum Absitzen zu wählen, da die Entscheidung für eine gewisse Zeit nicht rückgängig gemacht werden kann. Okay. Kriegermönche sind furchteinflößende Nahkampfeinheiten. Sie verfügen über hohe Moral, einen Angriffsbonus und ihr Kampf wird von religiösem Eifer angetrieben. Sie werden oft trotz hoher Verluste weiterkämpfen. Ihre schlechte Rüstung macht sie jedoch anfällig für Fernangriffe. Haltet sie also, wenn möglich, von Bogenschützen fern. Okay, und die haben Knarren. Toll. Es gibt nur wenige Helden. Sie können jedoch innerhalb kurzer Zeit schwere Verluste verursachen. Es gibt Bogen, Katana und Yari-Helden. Kishu-Ninja können feindliche Generäle ermorden. Sie können sich auf dem Schlachtfeld verstecken und mit Blendgranaten aus dem Kampf gegen überlegene Feinde verschwinden. Sie können sich auch in Schlösser einschleichen. Mit Kletterkrallen erklimmen sie jede Mauer und können schnell ein Torhaus einnehmen. Cool. Versucht, das feindliche Schloss mit euren Spezialeinheiten einzunehmen. Oh, okay. Das. Also, Zeit läuft. Okay, dann sollte ich hier Pause machen. Okay, was habe ich denn überhaupt? Ich habe einen General. Oh, ich habe Kanonen. Sind die Kanonen? Ja. Kanonen? Ich kann die nicht auswählen, okay. Dann eben nicht. Das sind die Bogenschützen. Ah, einmal gebaut, können die nicht mal bauen, okay. Mauern, meine ich. Okay, absitzen. Wie aktiviere ich absitzen überhaupt? Keine Ahnung. Also, was habe ich? Ich habe einen General. Ah ja, den Chuzukabe. Bogenhalter Chuzukabe? Oh.
Er da? Okay. Was ist so besonders an ihm? Alter! Boah! Der hat gute Präzision und Nachladezeit und Munition und Reichweite. Okay. Okay. Dann Katana-Kavallerie, die ist wo? Die ist da. Okay. Wie ich verstehe, muss ich hier das alles ja einnehmen. Kann ich da rein? Okay. Yari-Kavallerie, das sind Katana-Samurais. Das sind Bogen-Samurai. Da. Die sind da, okay. Dann habe ich hier Yari. Kanonen, die ich nicht auswählen kann und Knarrenmönche. Okay. Und Ninjas. Was werfen die denn? Heute das versteckte Prinzip ja ab. Ja, was denn? Blendgranaten? Blendgranaten. Okay, diese Ninjas sind im Kampf nahezu unsichtbar und führen tödliche Überraschungsangriffe aus. Okay. Was haben wir denn da? Da haben wir eine Katana-Kavallerie. Wir haben Bogenschützen, Katana, Yari, Bogen, Katana, Bogen, General. Dann würde ich mal sagen, ermorde ich mal erstmal den General. Wenn ich schon hier welche habe, ne, dann so, gut. Katana-Kavallerie. Was heißt das? Keine Ahnung. Kovala-Effekt erhöht die Nachladerate aller Geschosseinheiten, führt zu Munition umstände Geschosseinheiten hinter auf. Bogen-Dojo, Dojo, Bauernhaus, erhöht die Ausdauer und Bewegungsgeschwindigkeit aller Einheiten, erhöht die Moral aller Einheiten. Oh cool. Das? Schrein. Okay. Moment. Was ist das da? Bauernhaus? Ah. Gut, alle Mann vorwärts oder so. Okay.
Straße. Ich mach vielleicht die Musik ein bisschen lauter, doch. Damit. Das war nicht so schlau. Was macht der Feind dort? Ah ja. Eine eurer Einheiten nähert sich einem wichtigen Gebäude, das zu großem Nutzen eingenommen werden kann. Kavallerie muss absitzen, ehe sie das Gebäude einnehmen kann. Wichtige Gebäude kommen hauptsächlich in Mehrspielergefechten vor und verleihen verbündeten Einheiten in der Nähe Boni, von Munitionsnachschub bis zur Wiederherstellung der Moral. Jede Armee kann die Boni wichtiger Gebäude nutzen. Lasst eine Einheit das Gebäude betreten und wartet, bis sich das Kräfteverhältnis zu euren Gunsten ändert. Okay. Und jetzt? Ah, das Ding sich lese ich automatisch aus. Okay, auf. Toll. Was ist eigentlich mit der Kanone hier? Hä? Was zum Teufel? Wo kommen die denn plötzlich her? Ach, das ist die Kavallerie. Oh. Leute, sagt das doch. Ja toll, das waren glaube ich jetzt die Dings. Wollt mich doch veräppeln, oder? Denen kann ich nicht auswählen. So, als General befehle ich euch, motivieren wir das motivieren, um diesen zu motivieren, genau. Motivieren, ja. Sammeln war das, oder? Sammeln, Dankeschön. Ja, und? Und der einen Druck rufen.
Zurück. Das ist richtig gemacht. Aber schön. Sehr gut. Hier geht's bitte wieder zur Entdeckung. So. Was mit den Kanonen ist, weiß ich nicht. Zum Teufel. Ach, das sind die Ninja, okay. Nee. Alles gut, alles gut. Ach ja, die waren glaube ich auch. Ach ne, das ist ein Katana, okay. Alter, das sieht ja cool aus. Na gut, das waren die. Ja, toll. Dann wieder Formation einnehmen. Und jetzt habe ich es eingenommen. Gut, sehr gut. Bitte wieder aufsetzen. Die Schlosstürme bedrohen noch immer eure Truppen. Türme lassen sich einnehmen. Was haben die für eine Reichweite, diese Türme? Machen wir alle Einheiten. Unordnung jetzt hier ist. Mann. Gut, also die da, ne? Euch kopiere ich mal. Euch da kopiere ich auch mal. Dann euch hier. Kopiere ich auch. Hoch. Mein Akku ist fast leer. Okay. Noch was. General. Ah, du hier hin. Indem ihr für einige Zeit eine Einheit daneben stellt. Nein, Türme der General. Sind wichtig für die Kontrolle über ein Schloss. Gehören sie erst einmal euch, schießen sie automatisch Pfeile auf den Feind.
Sehr gut, sehr gut. Und wo ist der General jetzt hin? Toll, wo ist der General? Hä? Da ist der General. Toll. Oder Hauptsache, ich nehme das Ding ein, ne? War da nicht irgendwie sowas? Gut. Ninjas, ihr macht das schon. Hier bitte schneller. Ja. Gut. Und es ist aus. Dammit. Das war mein Timer. Na gut, ich glaube, ich hatte so ungefähr 90 Minuten. Ich warte einfach mal. Nee, sag mal. Ich warte einfach mal, bis ich hier fertig bin. Hä? Mann. Nein. Ah, so geht auch. Und hier. So. Na, ja, vielleicht eher so. Gut. Dann, hier Flintentypis. Ihr könnt. So stehen. Ah ja, die sind jetzt da. Sehr gut. Absetzen bitte. Ach, Scheiben. Toll. Macht ihr auch was? Wow. Wow. Ah, oh, mein rechtes Auge. Aua. Okay, ja, das waren die Ninjas. Ich habe jetzt nicht ganz kapiert, wozu die gut sein soll gewesen sein sollten. Ah. Aber naja. Ja, was mache ich jetzt mit der Kavallerie? Stelle ich mich hier hin. So, ihr seid gestellt. Hä? Ah. So, ja. So, hier, keine Ahnung. Und weiter geht's. Ihr müsst die Festungsmauern nicht durchbrechen. Schickt euren Kishu-Ninja oder Infanterieeinheiten über die Mauer, um das Torhaus einzunehmen
ehe ihr auf den feindlichen Tenshu zustürmt. Mal. Bewegung, hallo? Hallo? Warum bewegt er sich jetzt nicht? Was geht denn jetzt ab? Wo ist eigentlich hier das Tor? Da ist das Tor. Da ist doch ein Tor. Das sind zwei Tore. Ist eigentlich auch ein Turm oder so? Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, was hier die Kanonen machen. Keine Ahnung, wozu die gut sein sollen. Ach, aber die bewegen sich und die nicht. Warum? Nicht veräppeln. Toll, das war die Kavallerie. Dann hier. Hier. Ihr könnt hier mitmachen. Und die Kanonen, keine Ahnung, die sind Dekoration. Die sehen aber auch sehr seltsam aus. Irgendwie. Es ist ja nur ein Lauf mit Holz befestigt. Hey. Ah, oh, mein rechtes Auge. Was ist denn da los? Hilfe. Sagen zum Angriff. Und ihr auch. Also es kommt. Teufel ist das da? Macht ihr denn? Guck mal, wenn ihr erschossen werden wollt, dann lauft doch langsamer, Mensch.
Alter, rennt! Wow! Ich glaub's dir nicht, dass... Ich versage wirklich bei meiner ersten Burgeroberung. Wow! Einfach nur wow! Ihr seid wo? Ach, das ist die Kavallerie, natürlich! Was geht doch dahin? Die Menschen sind tot, ne? Ja. Der General! Wie der General etwa? Wow! Ach, hier ist ja auch ein Tor. Ich bin blind wie Strohsack, Alter. Das war das Tor. Alter, Leute, hoch jetzt, kommt. Hoch da einfach, hoch da, los, hoch da. Mann. Absteigen. Mauern hoch. Toll. Ach, die Kavallerie ist kaputt. Ach, wisst ihr was? Das macht keinen Sinn. Das war's für diese Folge. Ja, scheue dich nicht zu lügen. Ein Mensch, der dir nicht 7 Lügen auf 100 Metern erzählt, ist wertlos. Leitspruch aus Hagakure hinter den Blättern. Yamamoto Tsunetomo. Hohe Errungenschaft freigeschaltet. Dominanz auf dem Schlachtfeld. Warum? Was für eine Dominanz? Kart mit mehr als einem wichtigen Gebäude dominiert euer Bündnis, wenn ihr alle von ihnen gleichzeitig haltet. Okay.
Ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen und nächstes Mal klappt es wirklich besser. Himmel, was war das denn, ey?